Guten Tag, liebe Deutschlernenden. Das Thema von heute ist Sozialversicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und dabei werden wir Folgendes lernen. Zuerstens die fünf Säulen des deutschen Sozialversicherungssystems und noch die wichtigen Prinzipien in diesem System und die Geburtsstunde der deutschen Sozialpolitik und die Entwicklung der deutschen Sozialpolitik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und zuletzt die aktuellen Herausforderungen und Gegenmaßnahmen der Bundesregierung in diesem Sozialversicherungssystem. Okay, so jetzt fangen wir an mit den fünf Säulen. So, Deutschland ist ein Sozialstaat. Das bedeutet, Ziel der Politik und Gesetzgebung ist es, für soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung gegen die größten Lebensrisiken zu sorgen. Das heißt, alle Bürger, egal welche Herkunft, sollen gleiche Chancen auf Bildung, Gesundheit und Wohlstand haben und Unterstützung in Notlagen erhalten, damit ihr Existenzminimum gesichert ist. Dieses soziale Sicherungssystem wird solidarisch finanziert, also von allen Versicherten gemeinsam. Es besteht aus verschiedenen Zweigen, also vor allem diesen: Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung. Die fünf Versicherungen sind die fünf Säulen des deutschen Sozialversicherungssystems und das Fundament ist das Solidaritätsprinzip. Und das Prinzip gilt als eines der wichtigen Prinzipien in diesem Sozialversicherungssystem. Und das bedeutet, unabhängig von der Höhe der eingezahlten Beiträge ist jeder durch die Sozialversicherungen abgesichert. Es gelten diese wichtigen Prinzipien insgesamt und das Prinzip der Versicherungspflicht per Gesetz wird bestimmt, wer versicherungspflichtig ist und damit unter dem Schutz der Sozialversicherung steht. Wer in einem Arbeitsverhältnis steht oder eine Ausbildung macht, ist in der Regel automatisch Mitglied der Sozialversicherung. So, daher zahlen in Deutschland etwa 90% der Bevölkerung in die Sozialversicherungssysteme ein. Zweitens das Prinzip der Beitragsfinanzierung. Die Sozialversicherungen werden überwiegend durch Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert. Die Höhe der Beiträge orientiert sich am Bruttogehalt des Arbeitnehmers. So nehmen wir die Rentenversicherung als ein Beispiel. Die Arbeitgeber alleine oder Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen und freiwillige Versicherte und auch Steuergelder aus Bundeszuschuss finanzieren die Rentenversicherung, also genau gesagt die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland. Und bei Bedarf erhalten die Versicherten dann im Alter die Renten. Bei den Renten, Arbeitslosen, Kranken- und Pflegeversicherung ist der Beitragssatz gesetzlich festgeregelt. So, das Prinzip der Äquivalenz bedeutet Gleichwertigkeit. Das heißt, die Höhe der Leistungen richtet sich nach der Höhe und Dauer der Einzahlungen. Dieses Prinzip gilt für die Rente und bedingt für das Arbeitslosengeld, nicht für die übrigen Sozialversicherungen.
Nächstes Prinzip, das Prinzip der Selbstverwaltung. Die Sozialversicherungen werden unter Aufsicht des Staates von sogenannten Trägern verwaltet, zum Beispiel die Krankenversicherung von den Krankenkassen. Diese Träger sind organisatorisch und finanziell selbstständig. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Staat sind an ihnen jeweils zu einem Drittel beteiligt. Ja. Und jetzt das Prinzip der Freizügigkeit. Jeder Bürger der Europäischen Union kann in einem Mitgliedstaat seiner Wahl leben und arbeiten. Er genießt dort vergleichbare soziale Grundrechte, unabhängig von seinem Herkunftsland, Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Jetzt zu der Geburtsstunde der deutschen Sozialpolitik. Die deutsche Sozialpolitik hat eine lange Tradition. Im Zeitalter der Industrialisierung in Deutschland mussten viele Menschen unter schlechten Bedingungen arbeiten. Können Sie sich das vorstellen? So viele Menschen mussten täglich bis zu 13 Stunden oder noch länger arbeiten, und zwar in dunklen, überfüllten Fabriken und ungesicherten Bergwerken. Und wenn sie ihre Arbeit verloren, krank oder zu alt wurden, waren die Arbeiter auf ihre Familien oder auf sich selbst angewiesen und meist arm. Sozialen Schutz gab es nicht. Doch dann begannen die Arbeiter gegen ihre elende Situation zu protestieren und sich zu organisieren. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich soziale Vereine, Gewerkschaften und Parteien. Sie kennen sicher diese Person auf dem Bild, der bekannte Reichskanzler Otto von Bismarck. Er versucht, die gesellschaftlichen Konflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu lösen. So, was hat er getan? Unter dem damals regierenden Kaiser Wilhelm II. War der Reichskanzler Otto von Bismarck. Sie sahen in der neu entstandenen Arbeiterbewegung eine Bedrohung für den Staat. Er hat dann im Jahr 1878 ein Sozialistengesetz vorgeschlagen. So, Sozialistengesetz, aber nicht für Sozialisten, sondern gegen Sozialisten. Und das Gesetz verbot Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung bezwecken. Reichskanzler Bismarck setzte aber nicht nur auf Verbote. Er forderte am 17. November 1881 mit der kaiserlichen Botschaft den Deutschen Reichstag auf, Gesetze zum Schutz der Arbeiter gegen Krankheit, Unfall, Invalidität und zur Versorgung im Alter zu beschließen. So, das nennt man auch Bismarckische Gesetze. Das gilt als Geburtsstunde der deutschen Sozialpolitik. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich die deutsche Sozialpolitik weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Sozialversicherungen im geteilten Deutschland wieder aufgebaut. In der Bundesrepublik wurde das dezentral gegliederte, aus verschiedenen Sozialversicherungen bestehende System erneuert. In der DDR wurden die Sozialversicherungen in eine zentral gelenkte Einheitsversicherung
umgewandelt und am 3. Oktober 1990 war Deutschland wieder vereint. Das ostdeutsche Sozialsystem wurde durch das westdeutsche System der Sozialversicherung ersetzt. Ja, und das System steht jetzt vor Herausforderungen. Ja. Herausforderungen der sozialen Sicherung besteht vor allem darin, so es gibt immer mehr alte und immer weniger junge Leute. In den 50er Jahren mussten drei Arbeiter einen Rentner finanzieren. 2030 wird ein Arbeiter allein einen Rentner finanzieren. Außerdem ist die Medizin so gut entwickelt, dass alte Leute noch älter werden. Durch den demografischen Wandel und eine wirtschaftliche Krise gerieten die Sozialversicherungen unter Druck. So zum Beispiel bei der Rente ist es wichtig, zusätzlich individuell vorzusorgen und Geld für das Alter anzulegen. Die öffentlichen Haushalte sind verschuldet. Einzelne Branchen leiden unter einem Fachkräftemangel und Geringverdiener müssen mehrere Jobs annehmen. Ja. Und um das System zu stabilisieren, schuf die Bundesregierung eine wichtige Grundlage, nämlich die Agenda 2010. Sie umfasste einen grundlegenden Umbau des Arbeitsmarktes sowie Veränderungen bei der Kranken- und Rentenversicherung. Die Bundesregierung versucht, den Entwicklungen mit einem gesetzlichen Mindestlohn, mehr Unterstützung für berufstätige Eltern und Hilfe für Kinder aus bedürftigen Familien entgegenzuwirken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. 本讲学习就到这里，下次再见。